nächsten Sportverein, den wir Ihnen vorstellen wollen. Da wird Inklusion auch ganz groß geschrieben. Es geht um Judo in München. Und wenn Sie jetzt meinen, naja, Judo, das ist doch nur was für harte Kampfsportler, dann lassen Sie sich mal überraschen, denn bei den Sportfreunden Hartegg gilt, Judo ist ein Sport für alle und zwar wirklich für alle und entsprechend vielfältig, wie Wolfgang Köppendörfer weiß. Bayern Sport in St. Alles, präsentiert von der Glücksspirale. Auf geht's, Sportfreunde! Jetzt wird geschoben, gestoßen und dann ganz klassisch aufs Kreuz gelegt. Dann wird geboxt und gehopst, fair gefightet, aber auch einfach nur über die Matten gerobbt. Eben jeder, wie er kann. Und genau das ist eines der Geheimnisse dieses Sportvereins. Alle Altersklassen sollen dabei sein und Spaß haben. Deshalb werden schon die ganz Kleinen an diesen Kampfsport rangeführt. Denn Trainer Yusuf weiß, Großstadtkinder brauchen das. Früher habe ich die Judo-Kurse so ab 6 Jahren gehabt und habe da festgestellt, dass die Kinder extrem von der Bewegung her hinterhergeblieben sind. Und da konnten Kinder teilweise keinen Purzel bauen und so weiter. Und mit denen musste Judo anfangen. Das war eigentlich eine Sache der Unmöglichkeit. Und deswegen habe ich vor 8 Jahren, 9 Jahren circa bei SF Hartegg dieses Mini-Judo eingebaut, 3- bis 5-Jährige. Und um die Beweglichkeit der Kinder mit Spiel, mit Spaß, die Kinder an der Bewegung teilzuhaben, dass sich für den nächsten Kurs einfach in der koordinative Abläufe, Bewegungsabläufe einfach bessere Bewegungsabläufe habe für das Judo. Ja. Und all das sieht man dann schon bei den nächstgrößeren Kindern, wenn sich bereits klassische Judo-Techniken und spielerischer Sport mischen. Aber Judo ist Körper und Geist. Die Kinder lernen weit mehr als nur kämpfen. Das eine ist, weil Judo sehr, sehr viele Elemente verbindet. Sowohl das Turnerische als auch so Kraftelemente, als auch die Ausdauer. Das zweite ist einfach Judo, dadurch, dass es eine asiatische Sportart ist, hat es sehr, sehr viel mit Werte und Normen zu tun. Und ich finde es gerade für kleine Kinder sehr, sehr wichtig zu lernen, dass mal Ruhe ist, dass sie sich verbeugen, einfach. Wir haben im Judo eben diese, zum Beispiel diese 10 Judo-Werte, wo eben Ehrlichkeit, Respekt dabei sind. Das finde ich persönlich sehr, sehr wichtig. Und wenn Kinder so etwas lernen und dabei auch noch richtig schön müde werden, dann finden das auch die Eltern klasse. Ja, die Trainer sind super. Also da kann man überhaupt nichts sagen. Die sind einmalig. Ganz große Klasse. Also nur Lob an Yusuf und sein Team. Also ich finde es fantastisch. Eine Familie der Verein. Kinder lernen hier Disziplin, aber haben auch alle Freiheiten, können hier rumtoben, wärmen sich toll auf und ich finde das ganz super hier. Super auch, weil die Bandbreite stimmt. Wer zum Beispiel Kampfsport und brasilianische Rhythmen kombinieren möchte, kann bei den Capoeira-Kursen mitmachen. Und bei Adriano geht's beinhart zur Sache. Er trainiert Judo-Selbstverteidigung. Ein weiterer Schwerpunkt dieser Sportfreunde, die Inklusion. G-Judo heißen jene Kurse, in denen behinderte und nicht behinderte Menschen gemeinsam trainieren und kämpfen. Und das sehr erfolgreich. Bei den deutschen Meisterschaften mischen die Münchner immer oben mit. Das Wichtigste aber ist dieses Miteinander. Denn Sport sollte für alle da sein. Sport ist eigentlich das beste Medium, um zum Beispiel die Inklusion, die Integration durchzuführen, also aktiv zu machen und zu beweisen. Es tut dem eigenen Körper gut, es tut der Seele gut, es tut auch der Gesellschaft gut. Die kleinen Sportfreunde Hartegg und die großen. Alle zusammen sind sie ein richtig starkes Team. Bayern Sport in St.